Hallo, moin moin. Willkommen, ihr Lieben. Es geht weiter mit Generation Zero. Ja, wir müssen mal ganz kurz gucken. Also, uns liegt ja noch Gesamtverteidigung auf dem Magen. Den müssen wir, dass wir diesen blöden Bauernhof mal finden, Östramark. Hat Spock, hast du schon eine Idee, wo wir noch mal suchen können? Im Moment gerade nicht. Außer da, wo ich die 2 gesetzt habe. Das wäre jetzt der nächste. Dann lass uns zu zwei gehen. Ja, genau, das hatten wir. Okay. Damit wir ein Ziel haben. Ja, und dann ist ja links noch davon was und darunter ist ja dann auch noch 2 oder so, ne? Oder 3. Irgendwo muss der ja sein. In der richtigen Region sind wir noch, ne? Ja, Ackerland. Ja, gut, Wir sind ganz wunderbar. schön weit da oben geraten, ne? Dann schauen wir mal nach. Ja. Okay, kann losgehen. Klemmen die Weil Ohrringe nicht bei dem Helm? drücken etwas auf die Ohren. So, da drüben leuchtet etwas. Das Was ist ist los, eine, Buck? Alles gut? Ja. Hangar oder eine Halle oder sowas. Was machst du denn jetzt? Hey, guckst du in die Waffe von unten rein oder wie? Das ist komisch aus. Wollen wir noch mal die Scheune kurz öffnen? Wo läufst du denn jetzt hin? Zur Ja, auf 2? die 2 zu. Ach so, okay, dann mache ich hier die Aber ich Tür dachte wieder. nur, weil da gerade, da ist da so ein Tunnel oder sowas, oder ein Flugzeughangar, ne? Da waren wir aber schon drin, ne? Weiß ich jetzt Links. nicht. Links. Du bist halt so schnell, du sollst doch nicht scouten. Ich scoute nicht. Waren wir da schon drin? Es kann sein, dass wir da noch nicht drin waren. Das ist doch die 2, ne? Oder? Nein, links davon. Dann lass uns doch da mal schauen. Eben kurz diesen Hangar angucken, was das da ist. Ja, da ist das dieser eine Punkt da noch auf der Karte. So, was ist mit unserem Scout los? Der steht immer noch. Hallo, bist du noch Ja, da? ich mache gerade Pause. Ich habe Kaffeepause. Was ist los? Will dein Rechner nicht mehr? Doch, aber ich habe gerade geguckt, wo dieser scheiß Bauernhof ist. Bevor wir jetzt hier wieder 20 Folgen nur rumeiern. Ja, wir haben ein paar Sachen einfach noch nicht. Wir sind quer übers Land gerannt. Irgendwie, habe ich den Eindruck. Oder dass wir die Markierung gehen weg nach einer Weile. Nein, die Bauernhofmarkierung hatten wir ja noch nie. Den sollen wir ja schließlich suchen. Da sollen wir ja Eben. nicht hingehen, den sollen wir ja suchen. Ja, okay. Deswegen war der nie markiert. Ich bin links von dir. Ja, ich habe dich gesehen. Alles gut. Ich versuche mal zu gucken, was das hier oben ist. Rechts von mir sind Nur der Dunkelwölkchen. Bauernhof ist auf der in der entgegengesetzten Richtung von wo ihr jetzt hinrennt. Ja, da müssen wir jetzt schon mal eine Markierung gehen. Habe Wir ich gucken schon. jetzt. Wir gucken jetzt trotzdem. Ja, weil wir sind jetzt auf dem Weg nicht zur 2, sondern ein Stück weiter drunter, wo du ursprünglich die 2 gesetzt hattest. Naja, Da ist ein links davon. Flugzeughangar. Im Berg. Ich bin auf dem Weg zu euch. Wir warten, aber ich glaube, da waren wir schon mal drin. Da bin ich mir nicht sicher. Ne, Max, also Gefahrenanzeige habe ich im Moment nicht. Ja, ich auch nicht. Habe ich denn die? Ach nee, da habe ich die große jetzt. Moment, dann nehme ich erstmal wieder die kleine. Ja. So, jetzt waltet Spock auch wieder seines Amtes. Hier ist aber eine Werkbank, eine Nähmaschine, eine Kiste. Oh, Nähmaschine? Echt? Oh. Oh, das ist gut, dann können wir die Sachen loswerden. Aber entdeckt haben wir das, dann hatten wir das schon mal, ne? Ja. Oder haben wir das jetzt entdeckt? Hier ist die Nee, hier waren Recyclingstation. wir schon mal, kann ich mich daran Hier erinnern. waren wir schon mal, aber irgendwie wurde das Ding wieder, ja, Das ist zurückgesetzt. zurückgesetzt oder keine Ahnung. Ja, alle Ressourcen lagern. So, alle Ressourcen habe ich gesagt. Nicht nur die Hälfte. Hier ist noch Gummi, das kommt da rein. Hast du verstanden? Den Alle. Gummi mit.
Brauchst du, sonst wirst du Mama. Ihr vernehmt die Geräusche? Nein, ich vernehme gar nichts. Du hörst sofort die Geräusche. Warum habe ich denn jetzt hier noch ein zweites? Oh, warte mal, ich habe noch ein zweites. Brauche ich aber im Moment nicht. Da, das kann da noch rein. Noch ein. So, das habe ich. Das ist aufgebaut. Das müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Gucken. Lieber gucken, jawohl. So, war hier noch was? Nee, hier war nichts weiter. Das war nur dieser eine. Ja, nee, da waren wir schon, ne? So. Die Ressourcen habe ich jetzt erstmal gelagert. Was können wir denn jetzt hier? Wir könnten theoretisch noch was zerlegen. Aber das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Machen wir mal die Kiste da. Könnte ich ein paar Sachen. Ja, hier haben wir ja nicht so viel. Ja, jetzt fehlt mir natürlich, wenn ich jetzt hier meine feuerfeste Jacke 3 Sterne bauen wollte, da fehlt mir jetzt natürlich Aluminium und Textil. Wie viel Aluminium musst du denn haben wollen? Da müsste ich 7 Stück haben. Warte mal, ich schau mal, was hier in der... Und noch 21 Textil. Also 7 Stück von Alu? Warte, und Textil? Oh, hier sind 341 Stück bei mir drin. Aluminium. Das waren 7, ne? Mhm. So, ich gebe dir mal davon was. So, mal gucken. Ich gebe dir jetzt. Ich einfach alles weggeschmissen. Ja, ich habe Gott sei Dank nicht. Eine feuerfeste Jacke mal testen. Eine feuerfeste Jacke könnte man mal testen dann. So, und von dem Textil brauchtest du irgendwie 25 oder irgendwas, ne? 21 Stück. Ja, warte, ich schmeiße dir das hier auf den Boden hinter dir. Das ist lieb von dir. So. Also, das kann abgelegt werden. Das und die Textilien auch. So. Und ich könnte eigentlich auch nochmal gucken, was ich an Kleidung machen kann. Pläne anzeigen, feuerfeste Jacke. Ach, da fehlt mir, warum? Ach, der Plan fehlt mir dafür. 2-Sterne-Plan. Warum wird mir das dann angezeigt? Weiß ich auch nicht. Kann ich das nicht bauen? Ich muss... Du kannst mir das ja nicht geben. Kann man das nicht rausschmeißen? Ablegen? Mm-mm. Das ist doof. Tarnjacke, 1 Stern brauche ich nicht. Schleichjacke fehlt mir der Plan zu. Ich verstehe das gerade nicht. Explosivfeste Jacke könnte ich bauen. Ja, ich weiß auch noch nicht ganz, wie das zusammenhängt, warum das angezeigt wird und man kann es dann nicht bauen. Hier muss ich das machen, genau. Hier muss ich mal gucken. Aber ist egal. So, ich habe eine experimentelle Jacke. Ja, die könnte man noch anlassen. So, bist du soweit fertig da? Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich was machen kann. Alle Ressourcen. So, das war, ich hatte doch irgendwelche Pläne gehabt. Pläne anzeigen. Eine explosionsfeste Jacke kann ich bauen. Oh ja, die baue ich. Wir haben draußen sehr seltsame Geräusche. Ja. Habe ich das jetzt gebaut oder nicht? Ui. Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Flickst du, ich kann das nicht sehen. Musst du nachgucken in dein Inventar, also in deinem Kleidungsinventar. Da fehlt mir Schleichjacke 1 und da fehlt mir. Ach, Bock ist 700 Meter schon wieder weg. Na, der rennt immer so. Mach immer da weiter, ich guck mögliche Punkte, wo das Ding sein kann. Und dann setze ich da ein Funkgerät. Dann könnt ihr da Wir haben hier nämlich so einen dicken vor der Tür. An dem bin ich eben vorbeigemarschiert. Sausack. Ja, ich bin rausgespawnt. Ich bin nach... Nein, warte, zum Unterschlupf Oburg AB. Können wir auch machen. Wir gehen, da kommen da jetzt auch hin. Ja, ich komme mit.
Wir springen. Wir machen schnell. Ja, warte. Ja, oder wartet, dann setze ich hier bei mir ein Funkgerät hin. Ja, mach das mal. Das ist eine gute Idee. So, habe ich jetzt hier ein Funkgerät gesetzt. Ja, okay. Gut, dann gucken wir mal, wo du hin. Es werden zwei angezeigt, aber das nächste an dir dran. Alles klar. Ja, würde ich auch sagen. Schnellreise. Ich bin unterwegs. Bist ja schon da. Ja, prima. Guten Tag. Da sind sie ja. Die Altherrenriege. Und was tut er da für Gezappel? Kannst du nicht das Gewehr mal festhalten? Ich renne dir weg, ich kann nämlich rennen. Ich kann auch rennen. Oh, ich bin schneller als du. Das hört dich an mit der Gasmaske, du. Ja. Habe ich die überhaupt auf? Ich habe keine auf. Das scheint was eine Auswirkung zu haben, oder? Ach, weiß ich nicht, so. Vielleicht sollte ich die mal wieder aufsetzen, oder? Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Moment. Das ist immer so eine Sache. Man fummelt da immer zu lange im Inventar rum, um diese blöde Gasmaske auszusetzen. Ja, finde ich auch. Also so Gasmaske oder was wirklich schützt und wichtig ist, das sollte ruhig auf eine Schnelllegetaste drauf. Ja, zum Beispiel auf die, wo der Revolver ist oder so. Das hatte ich da jetzt. Ich würde die mal eben gucken, ob das funktioniert. Ja, es ist schon wieder so. Nee, das ist grau. Das ist ja kaum zu sehen. Wartet ihr mal. Oh, hier ist noch schön bunt. Ist hier ein Puff? Was du da für Sorgen hast. Bunt. Bunt ist das ganze Spiel. Ja, in Bunt und in Farbe. Übrigens, hier gibt's, was war das jetzt? Eine Waffe, glaube ich. Sammelgegenstände und eine Mission. Aha. Gut, ich gehe jetzt auf jeden Fall erst einmal. Haben wir den Ort denn jetzt entdeckt? Ja. Ah ja, eine Mission ist, die ist hier vorne irgendwo, genau. Broskola. Und weil wir ja gerade so viele Waffen weggeschmissen haben, kann ich ruhig mal wieder welche einsammeln und. Können wir ja wieder mal machen. Hast du denn hier irgendwo Waffen gefunden? Nee, nee, noch nicht. Hier nicht, nee. Taschenlampe brauche ich nicht. Ja, in der Maske sieht man das immer so schlecht. Ah, hier ist eine Waffenkiste. Halbautomatische Skirquist oder so. Einzel. Boah, es hat eine geile Porno-Halskette, die will ich haben. Ich nehme lieber das erste Hilfeset. Ich glaube, da kommt irgendwas in unsere Richtung. Ja. Das schon, kommt schon die ganze Zeit. Hier können wir gar nicht nach oben gehen, so ein Mist. Ich wollte eigentlich nach oben gehen. Guck mal, ich kann sogar springen. Aber nicht mehr lange. Boah, immerhin, du kannst laufen. Hier ist eine Waffenkiste. Ja, wissen wir schon. Für mich ist da ein Zielfernrohr drin, das ist aber verrostet. Das will ich nicht. Keine verrosteten Sachen, bitte. Warte mal, warum kann ich an diese Kiste? Da war ich doch schon. Ihr wisst schon, dass das ein Boss ist, der da so ein Theater macht, ne? Ja, das ist so ein großer, ja, doch, das ist ein großer. Ist kein Boss, der Boss ist noch zu weit weg, als dass er Geräusche machen könnte. Der ist ehrlich? Der ist in Sichtweite, ihr Lieben. Nicht weit weg. Sichtweite. Ja, den können wir jetzt, glaube ich, nicht mehr ignorieren. Nee. Hier. Jo, auf die 1. So. Oder zieht er weiter? Wenn er weiter zieht, ist ja gut. Da braucht man nicht drauf gießen. Der zieht nicht weiter. Hat mich das sehr weiter zieht. Ja, jetzt gut. Zieht er ganz bestimmt nicht mehr weiter. Ist Level aufgehen.
Jetzt! Au, au, au! Du blöde Sau, du blöde! Gib doch die anderen! Die haben mehr Heilen! Was ist denn das? Ein Stein zum draufstehen. Ja, warte, ich komme jetzt mit meiner Erbsenpistole, ich sag's dir so. Jetzt gibt's was mit der Erbsen. Ach, der liegt doch schon. Ist das schon platt? Oh ja. Der hat aber gar nicht ausgehalten. War ja auch kein Boss. Nur Speise drin. Ja. Ich nehme mal das Gummi mit. Hochexplosiv willst du ja haben, ne? Ja, hochexplosiv auf jeden Fall. Das ist, sind die Granaten für den Dings. Für den Raketenwerfer. Da hast du hochexplosiv. Schmeißt du gerade ab, oder was? Nee, du hast gelootet, ne? Ja, ich habe nur gelootet. Ich werfe am Bauernhof ab. Ja, ist gut. Wenn wir wieder den anderen hier noch looten. Was hast du denn da wieder zerdeppert? Ich habe einen Sammelgegenstand gefunden. Ich habe ein Erste-Hilfe-Pack gefunden. Ich komme mit dem Sammelgegenstand. Keiner will den Erste-Hilfe-Pack. Nur weil ich den vielleicht schon habe oder für mich keiner da war. Wir haben ein LKW, so ein bisschen Muni. Wo steckst du denn? Du machst schon wieder die Fernseher kaputt. Jo, mein Geschäft wird florieren. So. Waffenkiste. Wo steckst du denn? Hier, da ist der Sammelgegenstand. Ah. Ja. Was auch immer das war. So, eine Kassette oder so. Genau. Ah, hier ist eine Waffenkiste. Aber nichts, wenn man sich kaufen könnte. Diese Randale, Brüder. Ich mach immer das nicht, das war alles Bock. Ja, ich mach hier das Licht aus. Vor allem macht er die Fenster kaputt. Wie kommt man hier überhaupt rein? Wie bin ich denn blind oder was? Blind ja. Und doof und ja. Das hättest du mal zu mir sagen sollen. Na, jetzt aber Ärger gekriegt. Wo ist der Sammelgegenstand? Ja. Lauf mal zu Stopp. Ja. Oh, hier. Komm doch zu mir. Da. Im Bad liegt noch ein Erste-Hilfe-Set im Regal. Ja, warte mal. Mann, ich komm so nicht raus. Oh, musst du abnehmen, fette Sau. Jetzt hab ich aber die Tourkutsche. Sammelgegenstand, jetzt fehlt doch die Waffe. Nee, Mission. Achso, nee, die Waffenkiste ist einen Raum weiter. Ja, hab's da. Klauke. Nee, alles. Alles nicht mehr interessant. Warte mal, hier ist eine Schlüsseltür. Wanderer, denkt dran, da ist für jeden was anderes drin, ne? Für dich kann das absolute Spitzengerät drin sein. Ja, ich weiß. So haben wir ja auch die anderen Waffen eigentlich gekriegt, alle. Ja. Erste-Hilfe-Paket auf dem Scheißhaus. Ja, habe ich schon gesagt. Ich mache auch mal noch. Gut. Ich nehme den Raketenwerfer. Nee, das. Lass mich lieber raus. Sonst nehme ich den Raketenwerfer. Da sind wir beide draußen aus dem Spiel. Ja, aber ich stand für immer. Oh, warte mal. Jetzt ist er beleidigt. Nö, noch nicht. Erst wenn du abdrückst. Das war vorhin ein Reflex gewesen. Es war einfach nur ein Reflex. Ich habe auf das Ding geschossen, was auf mich zuflog. Ich habe es ja auch umgenietet. Hat das bald? Nö. Ich habe zu viel Munition. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Es gibt zu wenig Gegner. Ich komme ja gar nicht rein. Ich kitzel gleich den Boss, dann wird schon wieder Munition draufgehen. Schock. Ja, hier ist nichts, Leute. Adrenalin finde ich so ist scheiße wenig. Ja, das ist wirklich. Ja, das Problem haben wir ja alle. Ja. Entschuldigung.
So, waren wir in der Scheune Schwan? Wo könnte die Waffe sein? Wieso Waffe? Mission. Mission, ja, dann können wir ja zur Mission gehen. Nee, hier gibt's noch eine Mission. Ja, dann können wir ja da hingehen, sag ich doch, zu dem Punkt. Der wird ja angezeigt, blau. Moment, ich habe keinen blauen Punkt. Ich auch nicht. Was soll denn das für eine sein, die Mission? Ich habe einen blauen Punkt. Weil hier in dem Areal von der Bauernhof hier oder was das hier sein soll, ja, gibt es noch eine Mission. Also irgendwo wird mir hier ein blauer Punkt angezeigt. Ja, dann hast du den vielleicht im Moment als einziges. Läufst du mal drauf zu, dann können wir... Ja, ich renne immer drum rum. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist irgendwo ein Zettel oder was. Ich weiß nicht, ich habe keine Lupe oder sowas. Aber ich habe halt so ein blaues Schiefertüt. Mal gucken, ob das hier... Warte mal, da oben im Dings auf Nordost habe ich was. Vielleicht in der Scheune. Nee, das ist ganz weit hinten. Da hier ist eine Kiste. Eine Lagerkiste ist hier. Ja, aber immer noch nicht die Mission. Lagerkiste? Ja. Okay. Ja, ich hab Unterschlupf freigeschaltet. Ja, super. Dann haben wir doch schon mal wieder einen Unterschlupf. Hier liegt eine Waffenkiste. Ja. Drei Sterne. Ah, hier ist Waffen die Mission, ja. Wo, Moment, ich komme zu dir. Ja, ich habe sie gerade schon aufgenommen. Macht ja nichts, alles gut. Achso, jetzt sehe ich es auch, ja. Ich gehe ja sowieso für uns alle. Wahrscheinlich. Ja, ja. Irgendwas mit Broskula, ne? So, mal gucken, da müsste das. So, das ist mein blaues Zeichen auch weg. Broskula. Tutorials, Pläne. Ja, wunderbar. Ja, das verstehe ich hier nicht, aber das ist jetzt erstmal egal. So, was haben wir eigentlich für ein Ziel, Leute? Wir sind so ziellos im Moment. Nö, sind wir eigentlich nicht. Jetzt habe ich es bei mir unterwegs allerdings angezeigt. Wir haben immer noch Suche den Bauernhof Östramark. Ne, haben wir immer noch nicht. So, dann schalte ich nämlich wieder um. Was ist denn mit der 2? Ja, das wäre der nächste Bauernhof, den wir anlaufen könnten. Ja, wir haben aber... Noch unterhalb von uns ist ein Boss und eine Relaisantenne. Ja, und da ist auch noch irgendein Hof oder so. Weiß ich, was da ist. Ich mache da meine 1 hin. So. Also Gesamtverteidigung habe ich jetzt unterwegs. Das ist eine Nebenquest. So. Und Lock. Nee, Profil. Lock. Ich habe immer noch nicht allein angegeben. Aber das hat man doch schon mal. Aber Östramark wird mir nicht mehr angezeigt. Doch. Bei Gesamtverteidigung steht das. Denk dran, Nebenmission, ne? Ja, Gesamtverteidigung wird mir nur noch unterwegs angezeigt. Nee, ich habe noch Gesamtverteidigung. Ich auch. Suche Bauernhof. Gesamtverteidigung, ja, eher verfolgen, warte mal. Ach so, ja, nee, Entschuldigung, das ist ja eine, alles klar. Ich weiß nicht, warum das bei mir umgesprungen ist, keine Ahnung. Ach, das war jetzt die Mission, die wir angenommen haben, wahrscheinlich unterwegs. Wahrscheinlich, ja. Die wir jetzt hier freigeschaltet haben. Ja. Also, ich habe jetzt wieder Bauernhof Östram. Wo kann der sein, der Sausack? Ja, vor allem, weil der interessant ist. Da ist nämlich der Magnus Ortmann, Besitzer des Bauernhof Östram, seine Scheune als Bereitschaftslager ans Militär vermietet. Gehörte das Schwedens Konzept Östramark. Ja. Also dann gehen wir jetzt weiter zu 2 oder erst zu 1 runter? Die 1 habe ich gesetzt, weil ich denke, dass wir da vielleicht auch nochmal gucken sollten. Ne? Oh, ja, machen wir das doch. Und links da von uns ist auch noch eine Art Gehörst oder so. Ich mache mal die 3 hin. Ja, genau. Dann machen wir dann 3, 1, 2. Ja. Können wir machen. Wie wir wollen. Ist, glaube ich, egal wie rum.
Nee, damit wir nicht dreimal um denselben Weg latschen, deswegen. Ja, gut, dann also lass uns... drei erst. Jo, dann lass uns zur drei laufen. Genau. Weil dann ist auch ein ziemlicher Bauernhof. Da sehe ich nämlich schon die Silos. Ah, okay. Ach, ich bin ja halb tot hier. Mann. Und wieso bist du nur halb tot und nicht halb lebend? Och, das kommt, immer diese negativen Einstellungen hier. Genau. Das kommt ja, auf das die Sichtweise an. Wie heißt das? Zwalbi? Ja. Ja gut, das können wir ja mal gucken. Oh, hier leuchtet so schön rot. Rot? Rot? Was leuchtet rot? Modello. Auch da links hatte ich gerade eine kurze Meldung. Ja, da ist irgendwas. Ah, da ist was auf dem Feld. Moment. Also, von hier aus kämpfen ist eine schlechte Idee. Ich glaube, da ist noch mehr drin in dem Gebäuden. Achtung, Wanderer, oh, da sind rote Dinger. Ne? Sektor. Auf mich zu schießen, du doofes Kind, du doofes. Geh jetzt hier in Sicherheit, so. Hier kann mir nichts mehr passieren. Versteckst du dich jetzt? Auf dem Bau, auf dem Heuboot. Wo ist denn der von da? Ah, warte mal, da hab ich was. Das hast du wohl gedacht, weil er nicht sehe. So. Restlich Verstärker. Wärmebild. Von rechts kommen welche. Drei Stück. Dann halt sie auf. Nein, kann ich allein nicht. Wieso kann ich das? Weil du sonst auf das Scheunentor schießt. Da hat er jetzt endlich mal fertig mit der Spielerei, kann ich jetzt endlich looten. Da muss noch einer sein. Es waren drei. Ich muss Wanderer fragen. Warum? Ich hab die nicht bestellt. Ja, scheinbar doch. Da muss aber noch einer sein, Leute. Es waren drei. Wo ist der dritte? Achtung, es knallt! Ja. Hier ist der dritte. Oder? Sieht so aus, ja. Und hier ist auch noch der kleine. Ja, okay. Gut. Doch. Kompensator für Faustfeuerwaffen. Ich glaube, den hatte ich schon. Braucht sowas jemand? Nö. No. Nee. Hier bin ich dran, raus hier. Schnauze. Ruhe. Hier ist noch eine Kiste. Und jetzt haben wir noch Glauke, Sanitäterpack nehme ich mal mit. Nein, ich wollte das Sanitäterpack haben und nicht den restlichen Schrott. Warte, 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 warte. Und noch ein Umschaltmodul, Infrarotröntgen. Müssen wir hier was suchen? Keine Ahnung. Ich habe auch nichts gesehen, ne. Das ist hier, hier liegt nur einer, der brennt. Hier in der Scheune hängt eine Tasche, da hatte ich eine Adrenalinspritze drin. Ui. Warte, ich komme auch noch mal gucken. Aber die Dinger brauchen wir ja doch immer wieder mal. Eine Scheune? Ja. Hier. Jo, komm her. Ja. Da in der Tasche ist sie drin. Jo, ich habe eine Jeansjacke drin jetzt. Also ich sehe richtig schick aus jetzt, so ehrlich. So, dann zieh sie doch mal an. Nö. Machen wir Modenshow. Erste Hilfe selbst und eine selbstklebende Fackel. Toll.
Ich bin auch voll zufrieden. Ja, ne? Ich habe jetzt Film drin. So, mal sehen, oben war ich, glaube ich, da nicht schnell. So kann man auch mit kleinen Sachen borsten mal und eine Freude machen. So, hier oben ist noch mal ein Druckbehälter in der Kiste. So. Ich habe auch einen Druckbehälter, aber den habe ich gerade entleert. Was ist hier? Ist das nicht eher ein Hochdruckbehälter? Sagte ich das nur. Ich den Panzer auf den Kopf. Oh, hier hat es wohl ein etwas größeres Feuergefecht gegeben. Was ist hier? War ich hier schon? Jo, da war ich schon. Hier sind die Granaten drin. Okay, was ist mit dem Haus? Ups. Da geht's nicht. Hast du den Fernseher denn wenigstens getroffen? Ja, sowas treffe ich. Hey! Hey! Lass das, wenn ich im Haus bin. Beschädigst mich. Ich hab nichts gemacht. Nee, ich weiß du nicht. Das ist immer hier unser böser Spock hier. Schießt auf. Geh aus dem Weg, sonst mach ich Löcher in dich. Hier liegt Blut. Blut? Ja, Blut. Stimmt. Hast du wieder deine Tage oder was? Ja, du hast mich jetzt drauf mit deinem Ding da draußen kaputt schießen. Das beschädigt die anderen nämlich, wenn da was explodiert. So, da waren wir, glaube ich, drin, oder? Ah, hier ist dann. Gucken, ob ich da so rankomme. Jawohl, ein Erste-Hilfe-Set habe ich noch mal bekommen. Was ist hier noch so? Klopapier auf dem Nachtschrank. Na, das wird mir gefallen. Ja, vielleicht war da das Jungenszimmer. Was denn? Jung mit den kräftigen rechten, mit der kräftigen rechten Hand? Jawohl, ja. Ich höre eine Rechtshänder war. Ich höre schon auch linke, linke kräftige Hand, ne? Moment. Oh, da ist die Drohne nicht mehr, die ist weg. Okay. Tja, wie sieht das denn mit. Oh ja, wir müssen glaube ich Schluss machen, sowieso. Jetzt noch wieder. Ja, ach, ihr Lieben, eine halbe Stunde ist überhaupt nichts, aber wir dürfen uns schon wieder von euch verabschieden. Wir sagen einmal Tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Gut wäre ein Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe, nette Kommentare, konstruktive, sachliche Kritik. Dafür haben wir euch ganz lieb und wir freuen uns auf euch in den nächsten Folgen von Generation Zero. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Tschüss und vielen Dank für Abo, Like, die Glocke.